Die Myasthenia gravis ist eine Autoimmunerkrankung, die sich in einer Muskelschwäche äußert, die eigentlich alle Muskelgruppen betreffen kann. Von den großen Muskeln, Beinmuskulatur, Armmuskulatur, bis hin auch zu den kleinen Muskeln, die auch häufiger betroffen sind, die mimische Muskulatur, sodass die Augenmuskeln häufig betroffen sind. Das kann zu Sehstörungen führen oder ein Absinken des Augenoberlides, was zum typischen Schlafzimmerblick führt bei dieser Erkrankung. Häufig sind junge Frauen betroffen im Alter von 20 bis 40, die einfach generell merken, dass sie sich schlapper fühlen, alles ein bisschen beschwerlicher wird im Alltag. Und Männer sind weniger häufig betroffen und wenn sie betroffen sind in einer anderen Lebensphase, dann sind Männer von 40 bis 60 betroffen davon.